Die Ausbildung von Lehrern für die deutsche Schule in Südtirol war seit dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Angliederung Südtirols an das italienische Staatsgebiet eine ständige Herausforderung für die Verantwortlichen in Verwaltung und Politik. Bereits ein Jahr nach der Machtergreifung des Faschismus in Italien wurde mit der sogenannten Lex Gentile vom 1. Oktober 1923 die Unterdrückung der deutschen Schule in Südtirol eingeleitet. In den Volksschulen wurde der Unterricht völlig italienisiert, die deutschen Mittel- und Oberschulen wurden abgeschafft und die Lehrerbildungsanstalt in Bozen geschlossen. Mit dem Berliner Abkommen vom 23. Juni 1939 wurden die Südtiroler aufgefordert, für die Abwanderung ins Deutsche Reich oder für den Verbleib in Italien zu optieren. Nachdem sich die übergroße Mehrheit für die Abwanderung nach Deutschland ausgesprochen hatte, ergab sich die Notwendigkeit, für die Kinder der Optanten einen deutschen Sprachunterricht anzubieten. Damit die deutschen Sprachkurse eingeführt werden konnten, musste vor allem einmal der Mangel an geeigneten Lehrkräften behoben werden. Die Organisatoren fassten den Beschluss, für diesen Beruf geeignete Mädchen und Buben an Lehrerbildungsanstalten in ehemalige österreichische Städte zu entsenden. Dieser Beschluss sollte sich dann später bei der Wiedergeburt der deutschen Schule in Südtirol als äußerst nützlich erweisen. Von der Arbeitsgemeinschaft der Optanten für Deutschland, der ADO, unter der Leitung von Josef Strobel, wurden dafür Auslese-Lager abgehalten, bei welchen über die Zulassung von Schülerinnen und Schülern zu den Lehrerbildungsanstalten in der sogenannten Ostmark, dem vormaligen Österreich, entschieden wurde. Bereits im Sommer 1940 gab es das erste große Auslese-Lager auf der Seiser Alm und schon im Herbst wurden diese zukünftigen Lehrpersonen auf ihre Bestimmungsorte in Innsbruck, Salzburg, Klagenfurt, Graz, Wels und Feldkirch verteilt. Insgesamt kamen 354 Schülerinnen und Schüler aus Südtirol in den Genuss dieser Maßnahme. Und da kamen wir hinauf und da wurden wir geschult und da wurden wir auserlesen für die verschiedenen Schultypen. Und ich meldete mich für die Lehrerbildungsanstalt und kam dann mit einer Klasse im November 40 nach Feldkirch. Die Südtiroler Buben und Mädchen kamen nun erstmals mit einer ihnen bis dahin völlig unbekannten Welt in Berührung, die weitgehend vom Nationalsozialismus bestimmt war. In Feldkirch hat man uns eigentlich, das muss ich ehrlich sagen, nicht narzisstisch erzogen. Natürlich hat es Heil Hitler geheißen und natürlich hat man diese BDM-Uniform getragen. Und was mich am meisten geärgert hat, war, dass man uns sehr wenig freie Zeit gelassen hat. Im Vergleich zu den Mädchen waren die Buben einer strengeren Behandlung ausgesetzt. Der Geschichtsunterricht war völlig einseitig. Wir haben kaum die große Weltgeschichte erfahren. Das Ganze war darauf aufgebaut, aufzuzeigen, wie die Germanen im Laufe der Jahrhunderte gegenüber mächtigen Feinden immer sich durchsetzen und verteidigen mussten. Das unbefangene Leben in Feldkirch hielt so lange an, bis plötzlich am 1. Oktober 1943 die Kriegswirklichkeit über die kleine Stadt in Vorarlberg hereinbrach. An diesem Tag luden amerikanische Flugzeuge ihre Bombenfracht über der Stadt ab und trafen auch die Lehrerbildungsanstalt. Wir waren damals nicht in der Schule. In der Früh sind wir hinausgefahren, um Praktikum zu machen mit unserem Professor Planck. Und wie wir dann zum Mittag zum Bahnhof gehen wollten in Rankweil, dann haben wir gesehen, wie die Flieger über unsere Köpfe hinweggeflogen sind. Und kaum sind wir in Feldkirch angekommen, da sind uns schon die Buben entgegengekommen, das waren unsere Mitschüler, und haben uns erzählt, das Mädchenheim ist bombardiert worden. Und ich kann mich ganz gut erinnern, wir sind hinaufgegangen, es war ein Tag voller Sonnenschein und diese unendliche Ruhe, und diese Ruine. Ich war im Gang des Schulhauses
und wurde stiegen hinuntergeworfen durch den Luftdruck. Und als ich langsam wieder aufstand, und sah ich nur eine riesige Rauchwolke, Staubwolke, und eine unheimliche Stille herrschte. Und als ich dann diese Staubwolke verzog, da entdeckte ich und die anderen Mitschüler, dass der Flügel des Hauses, wo die Mädchen wohnten, zusammengebrochen war, von einem Volltreffer getroffen. Wir haben dann begonnen aufzuräumen, uns in den Schutt vorzuarbeiten. Wir haben immer wieder verletzte Körper von unseren Mitschülerinnen gefunden. Einige waren verletzt, einige sogar leicht verletzt nur, aber dann gab es auch schwer Verletzte, und dann haben wir auch Tote geborgen. Und insgesamt war die Bilanz sehr traurig. Es gab 41 tote Mädchen und 3 Erzieherinnen. Und bei den toten Mädchen waren 20 Südtirolerinnen. Am nächsten Sonntag gab es eine große Totenfeier. Während dieser Totenfeier, die natürlich so wie damals die Totenfeiern mit Hakenkreuzfahnen und so weiter aufgezogen wurde, gab es einen Fliegeralarm. Und das stob dann alles auseinander. Trotz der vielen Toten wurde der Lehrbetrieb in Feldkirch aber fortgesetzt. Einige Südtirolerinnen mussten allerdings zu Hause bleiben, weil sie dringend als Hilfslehrerinnen für die nun wiedererstandene deutsche Schule gebraucht wurden. Lang bevor die angehenden Lehrer und Lehrerinnen in Feldkirch ihre zum Teil traurige Erfahrung mit den toten Mitschülerinnen machten, fuhr eine Gruppe von jungen Mädchen über den Brenner in die Lehrerbildungsanstalt von Graz. Und wir seien im Jänner 1940 von Jänner mit der Bahn weg. Im Welschberg ist noch einer eingestiegen, im Bruneck, und da so bis zum Brenneraugen, da mit einer, sieben mit einer, alles neue Gesichter, und alle seien uns gegenseitig fremd geworden. Der Großteil des Lehrernachwuchses sollte aber in Innsbruck ausgebildet werden. Die Mädchen fanden ihre Unterkunft am Innrhein, die Buben im Sieberer Haus. Beide Heime wurden Mitte Oktober 1943 bezogen. Bald nachdem die Weihnachtsferien begonnen hatten, erfolgte aber der erste Bombenangriff auf Innsbruck. Ende Jänner, Anfang Februar 1944 kamen wir wieder nach Innsbruck und glaubten, dort die Schule weiter besuchen zu können. Wir sahen auch, dass schon Innsbruck bombardiert worden war. Und dann hieß es, nein, wir kommen alle nach ins Zillertal. Die Buben nach Zell am Ziller und die Mädchen nach Meierhofen. Nur die Südtiroler Klasse, die aus Buben und Mädchen bestand, die eine gemischte Klasse war, die einzige gemischte Klasse, die wollte man nicht trennen. Und so kamen wir, 11 Buben, mit den Mädchen nach Meierhofen. Im Herbst 1944 änderte sich dann die Situation. Wir durften nicht mehr nach Meierhofen, wir Buben, sondern kamen nach Zell am Ziller. Meierhofen war natürlich für uns eine sehr nette Ortschaft, zwar nicht so abenteuerlich wie eine Stadt, aber immerhin, wir sind in schöne Hotels untergekommen, die in der Kriegszeit sowieso leer standen. Ich war damals in der dritten LBA, und meine Klasse war da in der Pension Seidel untergebracht.
Und da hat es sogar schon ein Schwimmbad gegeben. Und meine Freundinnen, die Linde Knollenberger und die Bertha Mölten und die Mathilde Hofer, wir haben uns oft in dieses Schwimmbad begeben und haben dort bereits damals schon im Bikini Sonnenbäder genommen. Wir besuchten unsere Schule, dann gab es das Mittagessen und dann konnten wir unsere Aufgabe machen. Dann wurde auch natürlich Sport betrieben, machten Ausflüge. Aber es war nicht mehr dieser Drill wie in Schweigelberg und in Rufach. Wer von den Buben zuerst in den Reichsschulen für Volksdeutsche von Rufach und Schweigelberg war, hatte es natürlich in Meierhofen gut getroffen. Allerdings mussten die Buben nach kurzer Zeit Meierhofen wieder verlassen und wurden in Zell am Ziller zusammengezogen. Dort erwartete aber fast alle der Einberufungsbefehl. Aber auch in Meierhofen herrschte mit Beginn des Jahres 1945 Aufbruchsstimmung. Jetzt haben wir nachher schon im Februar und März Maturafächer gehabt, weil der Krieg ist ja zu Ende gegangen. Und wir haben ja das auch gespürt in Meierhofen, ob man keine Abwürfe gehabt, aber seitdem sind sie viel übergeflogen, die Flieger, und dann so Christbaum gelott, wo man noch alles beleuchten gesehen hat. In Meierhofen gab es noch ein anderes, ein dramatisches Ende. Im April 1945, wie die Amerikaner bereits in Italien waren, haben die Südtiroler Schüler und alle Schüler, die da in Meierhofen waren, ihre Heime, ihre Unterkunft verlassen und sind nach allen Richtungen nach Hause gestartet. Und das Führungsteam mit der Frau Direktor Dora Witsch und ihr Vize, der Herr Professor Exel, die waren sehr stark zusammengewachsen in dieser Arbeit. Und sie haben in ihrer unermesslichen Enttäuschung beschlossen, sich das Leben zu nehmen. Und haben sich da an das Ufer des Ziller begeben mit einem Schießgerät und haben sich nacheinander mit diesem Revolver oder was es war, umgebracht. Zuerst der Herr, die Frau Direktor Witsch, dann der Vize Exel, der hat seinen Sohn erschossen, seine Frau und dann sich selber. Und dann war noch eine fünfte Person dabei, das war ein Südtiroler, der Herr Proparzi. Und der hat abgefehlt, den hat es wahrscheinlich sehr erschüttert. Und der ist dann lang mit einer Binde am Kopf auch in Südtirol herum gewesen, aber er hat das Leben sich erhalten. Während an den Lehrerbildungsanstalten der Lehrernachwuchs für Südtirol herangezogen wurde, hatte sich die politische Situation diesseits des Brenners völlig geändert. Im Juli 1943 wurde Mussolini gestürzt und im September mit dem Einmarsch der deutschen Truppen und der Errichtung der Operationszone Alpenvorland wurde in Südtirol wieder die deutsche Schule eingerichtet. Der Übergang von den deutschen Sprachkursen zur deutschen Schule im September 1943 erfolgte beinahe nahtlos. 1943 ist noch der Vollunterricht gewesen. Weil die Deutschen, die das Südtirol eingenommen haben, nicht mehr sein. Eben haben wir vollen Unterricht gehabt. Rechnen und alles, alle Fächer. Und der italienische Lehrer hat noch eingemisst, verschwinden. Und die italienisch gewollten Kinder haben ja nachher auch eingekriegt in die Klasse. Nicht? Als dann nach Kriegsende im Oktober 1945 wieder der Schulbetrieb an den deutschen Schulen aufgenommen werden sollte, fanden die Lehrpersonen armselige Bedingungen vor, die nur mit viel Begeisterung wettgemacht werden konnten. Ich bin noch da reingekommen und noch einmal in der alten Schule gehaust. Zwei Klassen sind geworden. Erster und zweiter, das ist die Unterstufe geworden. Und dritter, vierter und fünfter ist die Oberstufe geworden. Das ist mir zugeteilt worden. Die Schulen waren ganz komplett verwahrlost, zu wenig Platz. Da hat man nachher mit ganz vielen Kindern müssen Schule halten. Ich habe halt in Luttach also über 40 Kinder gehabt in einer Klasse. Und oft einmal haben wir frisch gemisst. Eins entweder in die nächste Klasse versetzen oder sitzen bleiben lassen, verlautet, dass wenig Platz war. Was die Führung der deutschen Schule unmittelbar nach Kriegsende betraf,
So wurde zunächst Landesschulleiter Heinz de Luggi von den Alliierten als Beauftragter für die deutschen Schulen anerkannt. Bald aber schon trat eine Persönlichkeit auf den Plan, die für die Entwicklung des deutschen Schulwesens in Südtirol von hervorragender Bedeutung sein sollte. Dann ist eines Tages ein amerikanischer Offizier ins Schulamt gekommen und hat erklärt, dass es in Zukunft in der Provinz Bozen einen italienischen Provveditore und einen deutschen Vizeprovveditore geben wird. So, zwar daraus haben wir entnehmen können, dass es mit der deutschen Schule weitergehen konnte, unter deutscher Leitung. Wir haben also auf die Ernennung des deutschen Vizeprovveditore gewartet und eines Tages ist ein geistlicher Herr ins Amt gekommen, der Herr Hochwürdigen Josef Ferrari, und es hat geheißen, er sei der Vizeprovveditore. Ferrari ist in die Schule gekommen, obwohl er kein Schulmann war, weil die Schulleute hatten ja alle mit den deutschen Behörden zusammengearbeitet und kamen so als Verhandlungspartner der Alliierten und der italienischen Regierung kaum in Frage. Außerdem hat ihm das Weiße Kragele als Geistlicher auch wesentlich geholfen. Sein Konzept war, den muttersprachlichen Unterricht durchzuführen. Das heißt, die Unterrichtung der Schüler in ihrer Muttersprache, aber durch Lehrer der deutschen Muttersprache. Zum Vizeschulamtsleiter ernannt wurde Josef Ferrari am 7. Juni 1945 und er machte sich auch unverzüglich an die Arbeit. Die Verhandlungen waren aber wegen der Vielzahl der Verhandlungspartner äußerst schwierig. Die Verhandlungen waren damals nicht leicht. Wir standen den Amerikanern und den Engländern gegenüber. In Rom saß der Superintendant für das Schulwesen, ein amerikanischer Oberst, der in der Pädagogik einen Namen hat als der Gründer der Schule von Winnetka. Mit den Amerikanern verhandelte es sich sehr schwer, mit den Engländern leicht. Aber es ist damals gelungen, die Verhandlungen so weit zu bringen, dass wir schließlich die grundlegende Forderung der Muttersprache durchsetzen konnten. Einen wichtigen und aber auch eigenwilligen Verhandlungspartner hatte Josef Ferrari im Schulamtsleiter von Trient, Professor Giovanni Gozza. Die Begegnung mit Hochwürden Ferrari war für mich eine Begegnung mit einem außergewöhnlichen Menschen, die in Ausgewogenheit, Klarheit und Objektivität auszeichneten. Tatsächlich gab es zur Frage des Unterrichts in den Schulen für die deutsche Sprachgruppe drei verschiedene Standpunkte. Die einen wollten ihre eigene Struktur und zu diesen gehörte Hochwürden Ferrari. Dann war eine Gruppe um den Inspektor Giorgi vom Schulamt Bozen, die zweisprachige Schulen wünschten mit gleichzeitigem Unterricht in beiden Sprachen. Le due lingue contemporaneamente e un terzo gruppo. Die dritte Gruppe, mit der ich mich identifizierte, war der Meinung, dass die beiden Volksgruppen ihre eigene Schulordnung und ihre eigenen Lehrstrukturen haben sollten, aber so, dass sie zum Zusammenleben gebracht würden. Ich habe immer gesagt, die Kinder sollen zusammen spielen und die Lehrer sollen sich im Lehrerzimmer treffen. Gozza schwebte eine Zusammenarbeit vor, eine Schule, wo es nur Sektionen gibt, aber wo die Kinder sich in der Pause im Schulhof treffen, Italiener und Deutsche, während Ferrari für getrennte Schulen war. Herr Ferrari hat 1945 sofort erkannt, vielleicht als einziger im Lande, dass Südtirol von der kulturellen Seite her aufgebaut hat werden müssen. Es war
es musste ein neuer Beamtenstand, deutscher Beamtenstand und Lehrerstand aufgebaut werden. Josef Ferrari musste bei der Lösung seiner Aufgaben bald erkennen, dass er sich nicht ausschließlich mit der Zukunft der deutschen Schule befassen durfte, denn da gab es ein vermeintliches Randproblem, das seine ganze Aufmerksamkeit forderte, die Gestaltung der Schule in den ladinischen Tälern. Die alliierte Militärbehörde hatte nämlich 1945 die Verwaltung der ladinischen Schule vom italienischen ins deutsche Schulamt verlegt und somit in die Zuständigkeit von Vizeschulamtsleiter Josef Ferrari. Ladinisch wurde damals mehrfach von der faschistischen Ideologie als eine Art italienische Sprache, ein Dialekt der italienischen Sprache angesehen. Und Deutsch war sowieso verboten, nicht nur hier bei uns in den ladinischen Tälern, sondern in ganz Südtirol. Und somit war dann in diesen 20 Jahren, oder man kann sagen von 20 bis 43, die Schule ausschließlich italienisch. Dann von 43 bis 45, während der Besatzungszeit der deutschen Wehrmacht, auch hier bei uns, war sie deutsch, ausschließlich deutsch. Und dann drei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg war sie auch noch deutsch, mit einer Stunde Italienisch am Tag. Dann, am 1. Oktober des Jahres 1948, wurde eine neue Form von ladinischer Schule eingeführt, die des paritätischen Unterrichts. Sie wurde nur durch einen Beschluss des Ministers eingeführt, nicht durch ein Gesetz. Also eine ganz provisorische Definition dieser Schule. Und so dauerte es sich bis zum zweiten Autonomiestatut, wo diese paritätische Schule auch in den Artikel 19 des Autonomiestatutes aufgenommen wurde und dann tatsächlich zu einer gesetzlichen, definitiven Lösung gekommen ist. Ein ganz wichtiger Aspekt dieser neuen Schulordnung war die Einführung des Ladinischunterrichts. In Ladinien versuchen wir, die ladinische Sprache als Behelfssprache zu verwenden und auch als Unterrichtsfach für einige Stunden in der Woche und gleichzeitig die beiden anderen Sprachen, die deutsche Sprache und die italienische Sprache, halb und halb zu verwenden. Und zwar auch in doppeltem Sinn, als Unterrichtssprache und als Unterrichtsfach. Die Gestaltung des Unterrichts an den einzelnen Schulen war aber nicht strengen Gesetzen unterworfen. Dann hat man Vormittag Italienisch gemacht und Nachmittag Deutsch oder umgekehrt. Und in den größeren Klassen hat man meist eine Woche Deutsch, eine Woche Italienisch plus die Ladinischstunde. So hat man es gemacht. In den größeren Klassen, in der fünften und so, da war einfach besser eine Woche, eine ganze Woche Deutsch durch und eine ganze Woche Italienisch. Und die Fächer, die hat man in beiden Sprachen gemacht, die Geografie, die Geschichte, in beiden Sprachen. Mit der neuen Schulordnung mussten aber auch neue Lehrmittel geschaffen werden. Wir hatten dann einen eigenen Lehrerbund, der schon dem katholischen Südtiroler Lehrerbund angeschlossen war, haben wir das erste ladinische Lesebuch gemacht. Da habe ich ja da hauptsächlich eigentlich gearbeitet. Und das hieß, das erste Lesebuch ladinisch, das war Bel Sarein. Ein bedeutender Meilenstein in der Geschichte der ladinischen Schule wurde durch das zweite Autonomiestatut von 1972 gesetzt. In den Durchführungsbestimmungen zum Autonomiestatut sind nämlich drei Schulamtsleiter vorgesehen, und zwar ein Schulamtsleiter für die deutsche, einer für die italienische und zum ersten Mal auch einer für die ladinische Schule. Ein gemeinsames Problem, das alle drei Schulämter hatten, kam mit der Einführung der Einheitsmittelschule Ende des Jahres 1962. Diese Einheitsmittelschule brachte uns unheimliche Probleme. Erstens war es vorgesehen, dass in jeder Ortschaft mit 3000 Einwohnern eine Mittelschule errichtet wird. Also welche Probleme gab es dann? Erstens die Raumprobleme,
Zweitens war ein Problem mit der Schülerbeförderung. Drittens das Problem der Ausspeisung. Und das Wichtigste war, dass diese Einheitsmittelschule eine Sekundarschule ersten Grades war. Am 1. September 1961, beinahe gleichzeitig mit dem Mittelschulgesetz, kam es auch zur Einsetzung der 19er-Kommission durch den Ministerrat. Die 19er-Kommission hat sicher also einen großen Umschwung gebracht. Vorher war von einer Erweiterung der Autonomie nicht die Rede. Und dann in der 19er-Kommission hat sich eine Mehrheit gefunden, auch mit Unterstützung von einigen italienischen Abgeordneten des Trentino und der Provinz Bozen, vor allem Berloffa, die gesagt haben, man kann nicht zumuten den Deutschen, dass sie eine italienische Schule in deutscher Übersetzung akzeptieren. Sie müssen also eine Schulautonomie bekommen. Der Artikel 19 im zweiten Statut regelt genau die Form des Unterrichtes in der deutschen Schule, in der italienischen Schule und in der ladinischen Schule. Es heißt, es gibt einen Unterricht in der Muttersprache und die Lehrer müssen der gleichen Muttersprache angehören. Zweitens, das Personal bleibt Staatspersonal. Im Deutschen Schulamt gab es im Jahr 1969 einen Wechsel. Auf Vize-Schulamtsleiter Fritz Ebner folgte nämlich der Bruneker Mittel- und Oberschuldirektor David Kofler als neuer Vize-Schulamtsleiter. Eine seiner wichtigsten Aufgaben bestand zunächst in der Lösung von Personalproblemen, sei es in seinem Amt wie auch in der Schule. Zu meiner Amtszeit war das Problem der Supplenten ein großes Problem. Das betraf zum Teil die Grundschule, aber in erster Linie die Mittelschule, aber auch die höhere Schule. Und so hat man versucht, in Zusammenarbeit zwischen Innsbruck und Padua diese sogenannten Supplentenkurse zu organisieren. Die Brixener Supplentenkurse haben insofern eine große Bedeutung gehabt und haben einmal das ärgste Loch gestopft und der neuen Mittelschule einigermaßen ein Grundstock von Lehrern zur Verfügung gestellt. Allerdings kamen dann die gespurten starken Jahrgänge, die Schule platzte aus den Nähten und wir haben noch bis Ende der 80er Jahre haben wir einen Lehrermangel gehabt. Dieser Lehrermangel scheint nun endgültig behoben zu sein und mit ihm ein Problem, das die Schule in Südtirol unablässig begleitet und gefährdet hat. Und so kann sich diese Schule nun getrost ihrer eigentlichen Zweckbestimmung widmen, den ihr auferlegten Bildungsauftrag auch mit Hilfe einer zeitgemäßen Ausbildung seiner Lehrer erwartungsgemäß zu erfüllen.